So, schauen wir hier. Ich weiß, die sehen noch alles ganz gut aus. Ich frage mich, warum die jetzt ausgemustert haben. Ich glaube, der hat ja keinen TÜV mehr bekommen. Ne? War doch irgendwas. Aber warum? Sollen wir mal durchchecken gehen? Ihr seid ja schon da, Leute. Ja, moin. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim LS21 Wasserverein-Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, immer. In der letzten Folge hatten wir einen erfolgreichen Erne-Auftrag beim Hemmele, haben 12.229 Liter an Sorghumhirse bei ihm geerntet und das ist jetzt bei uns aktuell noch im Lager drin, weil er dafür aktuell keine Verwendung hat. Und ja, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, und zwar, ich war ja lange Maschinenmechatroniker, bevor ich meinen Hof gegründet habe, damals in Österreich. Und ich will mir mal anschauen, warum dieses gute Ding hier kein TÜV mehr bekommen hat. Das lässt sich für mich nicht erschließen, weil das Ding sieht eigentlich relativ cool aus. Hast du mir gerade in der Halle schon mal ein bisschen angeguckt? Aber da sah eigentlich alles relativ gut aus. Ich schaue es mir jetzt aber auch nochmal von unten an. Dann gucken wir mal. Ob. Schauen wir uns das gute Ding mal an. Da passt eigentlich alles. Ding, hier. Warum hast du keinen TÜV mehr bekommen? Ich check's nicht. Ding, Hämmer. Reisuch! Ja? Du, ich habe jetzt die Felder, ne? Jo. Was laberst du, warum der keinen TÜV mehr bekommen hat? Ja, ich bin gerade drüben am Hof, am anderen. Was machst du? Ich versuche herauszufinden, warum das Ding keinen TÜV mehr gekriegt hat. Keine Ahnung. Das Ding sieht 1A aus. Der Aufbau ist komplett niegelnagelneu. Unten drin ist alles gut. Du, ein paar Dinge, die er zu mängeln hatte, hat er schon gefixt. gefixt. Okay. Deswegen denke ich mal, den Großteil habe ich schon wieder repariert. Es sind nur noch ein paar Einzelheiten, aber ich habe die halt gekauft, weil die nicht mehr im Dienst kamen. Aber ey, an sich ist es ein schönes Teil, ne? Aber du meinst ja, die kriegt keinen TÜV mehr. Die hat keins mehr bekommen, weil ich habe die Dinge jetzt schon repariert und jetzt gehört sie ja mir schon. Weißt du was? Weißt du, was wir nicht mehr machen müssten? Was? Wir müssten. Weißt du was? Was denn? So, komm jetzt zum Wort! Alter, komm ich jetzt zum Wort! Ich bring das mal hoch. Wo hoch? Zur Dienststelle und. Ich schau Warum? Mal. Warum? Ich lass das mal durchchecken. Eventuell kriege ich hin, dass das Ding wieder TÜV kriegt. Vielleicht kriegen wir die Straße nicht richtig. Ja, es darf da über Straße fahren, aber es gehört weiterhin mir, ne? Ja, na klar. Okay. Nee, ich dachte, du willst, dass wir an Dienst geht. Nee, sorry. Gut. Nee, das nicht. Okay, weiß Gott, jetzt schon wieder. Es muss nur noch überschrieben werden. Du, tu mir mal bitte einen Favor. Einen Gefallen bitte. Weil dadurch, dass es kein TÜV hat, dürfte ich damit letztendlich gar nicht auf die Straße fahren. Häng mal bitte den Tieflader an den LKW und mach mal hinten auf. Ich bring den mal hoch. Der Hämmer ist doch jetzt eh nicht unterwegs. Der ist am Hof. Ja, ich muss das Ding zur Polizei stellen, nee. Bringen, du. Ja, du kannst doch dort schon hingefahren haben. Der ist unten am Shop, der hat sich einen LKW geholt. Ich muss das Ding zur Polizeidienststelle bringen. Es kann doch sein, dass da ein Kollege von uns chillt, der da aus dem Fenster schauen muss. Nein! Da ist keiner, das sind doch wir immer, ihr beiden da. Nimm dir. Am Ende sieht mich da noch irgendwer und dann bin ich meinen Job los. Hab ich keinen Bock drauf. Und dann kann ich meinen Kredit auch vergessen. Na gut. Ich bestell mir mal einen Wagen, ne? Du weißt ja, ich komme eigentlich aus Dienstedt, ne?
Das kann gut sein, ja. Ja, das weißt du doch. Denk mal nach. Ja, weiß ich. Da hatte ich noch so den Agrardienst statt Notdienst. Ey, sollen wir den vielleicht mal umlackieren lassen? Ja, wäre vielleicht irgendwann noch. Ich habe einen Kollegen bei der Lackiererei. Der hat uns ja auch das neue Logo erstellt. Was ja auch auf dem eigentlichen TLF sein sollte. Aber das ist ja jetzt doch irgendwie schief gelaufen. Ja, ich bestell den Wagen jetzt erstmal so und dann wird es ihm nichts dran gemacht. Das kann ich ja. Ich kann da ja mal anrufen. Dass die da mal was machen. Ja. Ich mach mir jetzt mal auf den Weg nach Unterwald, ne? Jo. Ich hab mal das den Wagen schon bestellt, ne? Mhm. Dann check ich mal die Felder. Soll ich den dann gleich abholen oder? Nee, ich bin doch schon runter. Ich bin mit dem Taxi schon unten. Ich guck grad nach einem Anhänger, den ich vielleicht für da gebrauchen können. Wenn die verstehen. Ja. Ich nehme mal noch einen Anhänger mit, wo ein bisschen Verpflegung drin ist. Da gehe ich gleich noch den Supermarkt kaufen, der noch ein bisschen Verpflegung, ne? Für die Ernte, gell? Achso, ich dachte, du meinst ein bisschen Proviant. Ja, das auch. Allgemein bitte Essen für die Ernte, dann weil es ja eine größere wird. Ne? You know? Ach so, ich dachte Verpflegung fürs Getreide. Ich dachte schon, was will der denn da, was will der denn da machen? Getreideverpflegung? What the? Wie, bitte Brot, bitte Suppe, halt sowas. Da ist eine kleine Küche nämlich mit eingebaut im Wagen. Boah, ich habe ein bisschen Küchenzeug mit. Also, fahren muss ich noch mal üben, sonst kommt das LF nicht heile an. Ja, hier ist ja. Da ist ein Baum. Ja. Ich habe einen Baum geküsst. Schön. Nick denkt, Marc denkt sich wahrscheinlich gerade nur so, ja, schön, ich sehe nur mein Tatra. Du, ich bin jetzt am Laden, ich kaufe jetzt mal einen, ne? Mhm. Aber wenn ich mir Laden nicht über, der Fuchs hat doch immer noch zu. Da ist doch dann gegenüber noch einer. Ach ja, stimmt, das Einkaufszentrum. Ne, der McFuxi hat doch wieder auf. Ich McFuxi. Der Laden hat doch wieder auf. Der hat doch erst vorgestern gebrannt. Der hat doch das zweite Mal gebrannt. Der darf noch gar nicht aufmachen. Die Spurensicherung ist doch immer noch drin. Die Kripo ermittelt doch immer noch. Ja. Digga, jetzt ist hier der Hämmerle schon wieder mit seinem Drecks-LKW. Ich krieg hier einen Kollaps. Mit dem Alter, Idioten. Leute, ich weiß nicht, was ich heute wieder gesoffen habe, aber fahren ist halt bei mir mal wieder. Alter, absolut was hat nicht der? Meine Stärke. Du, ich zeig dir gleich mal ein Bild. Boah, ich schick dir gleich mal ein Bild vorbei. Wie der jetzt ein LKW. Ey, der geht jetzt selber den McFuxi einkaufen. Also den Fuxi-Laden. Du kannst mal schön zu ihm rübergehen und sagen, dass er noch geschlossen hat. Ja, ich weiß nicht, ob er einkaufen war, keine Ahnung. Ist der da reingegangen? Hallo? Nein, da bekommen wir nicht mehr rein. Wenn er reingehst, dann hol ich jetzt ja mit Kripo oder und fahr runter. Achte, es ist Kirche, Leute! Ding, 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 ding! Nee, ding, 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 ding. Jetzt macht sie bei der Beerdigung. 1 minute 37 seconds later. So, dann packe ich jetzt hier mal ein. Dann fuck ich mal ganz kurz den Marc an. Marc? Jo, ja. LF steht oben. Das habe ich jetzt mal oben geparkt, hab die Kollegen Bescheid gesagt. LF? Achso. Ja. Ich habe das mal den Kollegen Bescheid gesagt, die sollen da mal drüber gucken. Bezüglich TÜV.
Und sobald ihr was wissen, krieg ich Bescheid. Du, bezüglich Ernte. Ja. Mit was soll ich denn kommen? Komm mal mit dem Drescher schon mal. Und dem Schneidwerk. Alter! Bist du eigentlich... Alter, was denn? Ich dachte, du meinst 9876. Alter, ich glaube, wir haben mit Abstand das größte Feld, was es auf diesem, was es in ganz Verstanden gibt. Ja, das wird man bald haben. Ich habe doch 4, 5, 6, 7, 8, 9 gesagt. Du hast nur, du hast gesagt 9, 8, 7, 5, du hast gesagt 9, 8, 7, 6. Ja, gut. Echt? Ja. Oh. Na gut. Die ist bewusst, dass wir jetzt noch gar nicht für die Ernte vorbereiten müssen. Die sind alle noch im Wachstum. Ich habe gesagt, die sind in der letzten Wachstumsstufe. Nicht, dass sie jetzt nur erntereif sind. Zwei sind abgeerntet, einer ist jetzt gerade ins Wachstum gegangen, einer ist gerade in der Mitte, was Wachstum angeht, und der andere ist gerade am Anfang. Du, also ganz ehrlich, ich würde eventuell warten, maximal bis die 9 erntereif ist, beziehungsweise ich finde mal schon, was da drauf ist. Was haben wir auf der 9 drauf? Zuckerrüben. Was haben wir, was für Zuckerrüben? Zuckerrüben? Nee. Dann können wir das schon mal vergessen, ich will einfach überall direkt drüber fliegen. Könnten wir aber mieten. Ganz ehrlich, ich würde drauf scheißen, weil da müssen wir jetzt ewig warten. Ich würde einfach die Felder jetzt erstmal grubbern und dann die zu einem großen Feld mit dem Flug hauen. Ja, einfach ich würde mich nur um die Bäume. Früchte. Ich würde mich mal. Die Bäume gehören die ganzen, ja eh. Ich würde einfach die ganzen Früchte übergrubbern, weil wir müssen jetzt ewig warten. Zwei sind sowieso schon abgeerntet, da können wir drüber. Ah, nee, die sind. Ja. Die sind eh gepflügt. Die sind gepflügt. Ja, trotzdem müssen wir nochmal. Ja, da müssen wir übergrubbern. Also. Wir müssen ja jetzt auf jeden Fall mal übergrubbern. Du, ich kümmere mich mal um die Bäume, die da wegmachen, ne? Ich würde eventuell den Fendt nehmen und eventuell nochmal einen etwas größeren Grubber vom Händler mieten. Ja, am besten wäre halt so... Ja, einen größeren Grubber, ja. Ganz ehrlich, ich würde sogar zum Farmtech grubbern. Zum Farmtech greifen. Ja, warte, ich muss ja mal schauen, was wir da gucken. Nee, Farmtech ist, Sämaschine. Ich meine, Dings, Pferdestadt. Warte, aber mieten, ne? Ja, das ist eine 14-Meter-Gruppe. Das, was wir jetzt haben, sind 7. Hol doch gleich den großen. Ich würde den Rostelmesh nehmen. Den Rostelmesh, das reicht. Ja. Ich würde dann noch einen Tiefenlocker. Weißt du, was mit dem Hämmerle los ist? A few moments later. So Leute, ich bin jetzt mit dem Tatra langsam wieder zum Hof zurückgefahren. Und ich würde sagen, wir mieten uns jetzt einfach mal. Und wie gesagt, diesen Gruberino. Dafür gehen wir einmal zu Hof 5. Gruber Rostmesh mieten. Jetzt. Wechseln wir wieder in den Hof 14 und schnappen uns den Fendt, fahren runter zum Händler und holen den Grubber ab und ja, holen den Grubber ab und fangen an, langsam die gute alte Felderkombination 4, 5, 6, 7, 8, 9, das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind jetzt 5 Felder, die gegrubbert werden müssen. Da können wir uns auf jeden Fall schon eine Grubberbreite von 14 oder 12 Meter gönnen. Hallo? Es passt schon. Ja. Na? Ich fahre jetzt Tiefenlockerer geht doch nicht zum Flügen. Ach nee, das muss er ja mit dem Flug machen. Ja, aber früher, zum Beispiel im Land, wo es da 17 noch 19 oder so noch gab, da konnte man wirklich mit dem Tiefenlockerer das machen. Daran erinnere ich mich sogar noch. Jedenfalls bin ich gerade am Weg Richtung Händler. Den Gruppe habe ich gerade gemietet. Ja, ich bin schon da. Ich hole mir gerade den Flug. Ich war ja schon unten am Feld. Bin ich jetzt auch schon hier zurückgedüst. Ich fahre jetzt gerade mit dem Fendt runter. Weil, soweit ich weiß, müsste der Fendt ja unser
leistungsstärkste Traktor sein, ne? Sag mal, wo sind denn eigentlich schon, schon fast 100.000 hin? Also ich weiß, so 5.000 ging für die Miete vom Grubber drauf, aber ich keine Ahnung. Hä? Ach so, weil ich glaube, der Sprinter stimmt. Ich glaube, der kostet ja irgendwie so viel. Ach, hast du jetzt kein Geld mehr oder was? Nö, wir haben schon noch. Ich will nämlich hoffen, weil sonst kriege ich das nicht hin mit bis Ende des Monats. Na, Sprinter gebe ich erstmal wieder ab. Wenn die nicht mehr draufsteht, ist auch scheiße. Deswegen habe ich gesagt, lass mich den erstmal zur Lackiererei bringen. Soll ich mal sagen, der Fendt ist nicht unser leistungsstärkster Traktor. Was denn an? Das ist der schwarze John Deere. Der hat bis zu 300 PS. Ja, die habe ich gerade. Ja, wow, ich mit dem 12-Meter-Gruppe nimm den nicht so leistungsstärk und du mit dem schaffst es. Gefühl 10 Meter Pflug gerade mal, nimmst den großen. Obwohl, du kannst dir gerne den John Deere nehmen, das ist das Ding. Ich nehme den Fendt. Ich steig in kein John Deere ein. Ja, dann heult und dann mecker mich doch nicht an. Wer Fernpferd führt. Sowas von. Wer Fernpferd führt, deswegen fahre ich nur Pferd. Fahre ich nur Fendt. Pferd? Okay. Deswegen fahre ich nur Fendt. Denn wer Fernpferd führt. Jeden seine Geschmackssache, verstehst du? Ja, du musst bedenken, damals auf meinem Hof, wir hatten zwei Traktoren. Mein Bruder hatte einen gehabt. Und ich. Hä? Und unser Hof war ungefähr so groß wie der Maschinenhandel. Nichts Großes. Wir hatten einen kleinen Kuhstall. Ja, war schon ein bisschen größer. Wir hatten einen kleinen Kuhstall. Hatten ein kleines Hofgebäude und zwei kleine Hallen. Das war's. Und halt noch so ein kleines Silo. Und jedenfalls sind wir halt dann immer abends. Ja. Jedenfalls, er hatte eben einen eigenen Traktor. Wir haben halt. Der eine hat sich hier eher um das gekümmert. Bei mir war es jetzt eher so die Feldwirtschaft und er hat sich mehr so um die Kühe gekümmert. Und deswegen haben wir unseren Hof halt sozusagen in zwei Abteile eingeteilt: einmal den Abteil, wo eine Halle und das Silo war. Und einmal den Abteil, wo. Der Stall und die andere Halle war. Ich mach grad erstmal grob alle Felder, bevor ich die Dinge mache. Und jedenfalls hat dann er sich einen Trecker geholt auf seiner Hälfte. Wir hatten noch zwei getrennte Konten dann. Wir waren zwar noch ein eigener Hof, aber wir haben uns halt so in zwei Richtungen unterteilt. Wow. Ich hab mir halt dann er hat sich dann John Deere 8R müsste es gewesen sein, der hat ordentlich reingehauen, ja. Und ich habe mir diesen Fendt 900 Vario S4 geholt, der auch ganz hinten bei Großtraktoren ist. Das war wirklich eine Maschine, mit der konntest du alles machen. Der 8R ist ziemlich oft hat ziemlich oft Arbeit nicht geschafft, die selbst mein Fendt geschafft hat. Wow. Also, wenn ich jetzt mal meinen Maschinenhandel aufmache, dann werde ich mir dann auch sowas mal wiederholen. Aber wie findest du die Idee, dass wir ein eigenes Riesenfeld haben? Finde ich gut, ja. Weil guck mal, da haben wir mehr Ertrag gleich mit einem Feld. Oder wollen wir immer zwei Felderabschnitte machen? Fände ich auch besser. Ich fange jetzt mal bei dem Sonnenblumenfeld an. Ach, das ist gar nicht unseres. Ups. Hier. Typisch Sebastian ist. Ey, das kommt in funny moments. Vor allem, ey, hier auch zum Beispiel das, wo ich den BMW versenkt habe, das kommt auch in funny moments. Das wird so eine Zusammenstellung. Das wird geil.
Alter, wo ist denn dieses scheiß Feld 4? Das hier hinten. Ja, die. Da hinten, ich sehe es, glaube ich. Ne? Ja, ja, das Feld 4. Ich sehe dich. Oh, Alter, du klappst das Ding aber aus. Alter. Na klar. Das müsste. Mhm. Oh, und dann könntest du hier gleich auf das Feld 5 überspringen. Gleich mit. Wenn du verstehst. Gell? Sag mal, was machst du? Setzt du GPS? Ja. Oh. Gut, ich mach mich mal zum nächsten Feld, ne? Gut, das bleibt dann erstmal so. Dann mach ich hinter der 6 ungefähr. Hinter der 6, 7 mache ich dann jetzt zusammen. Das 6 ist, glaub, Sonnenblumen. Ja. Die sind ja fast erntereif. Wollen wir die ja noch ein bisschen lassen? Das Sonnenblumen? Mm-mm. Ich würde alle weghauen. Na, es wäre halt nochmal geiler Ertrag gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde alle weghauen. Ah, okay. Wenn du meinst. So, dann drehe ich einmal den Flug nochmal. Ach so, ich mache nebenbei ein bisschen meinen Traktor sauber, ne? Deswegen nicht schon mal aus so zwischendurch ein paar komische Geräusche hast. Okay? Wenn du verstehst, was ich meine mit Traktor sauber machen. Weil ich hasse die Feuchttücher, die ich im Traktor hab, ne? Hm. Ja, die sind übel. Die waren so. Die hatten so viel Flüssigkeit, dass ich die einmal ausringen musste. Wenn du verstehst. Nö. Ich hatte hier im Traktor Feuchttücher, ne? Die waren, hatten so viel Flüssigkeit aufgesaugt, dass ich einmal aus dem Traktor raus musste. Warum auch immer man in einem Traktor, ja, zum sauber machen. Ich habe hier so eine kleine Hygienebox und so. Ich frag gar nicht. Hä, wieso? Hygienebox? Meine Hygienebox Desinfektionstücher, ja, Brillentücher das für Notfall. Das ist ja auch drin. Und das war's. Nur da wenn, nicht drin. Nur ich, aber ich habe ja auch ein paar Feuchttücher drin, falls ich was verschütte oder so. Ne, ich nicht. Okay. Na gut, das ist jeden Seins, was man Traktor hat. Ich mach's einfach mit dem Kärcher weg. Wusstest du, dass es passieren kann, dass das Güllefass explodiert? Bett. Und das Ganze an den ja, das ist schon bei uns im Betrieb mal vorgekommen. Da war die ganze Gülle vorne im Innenraum vom Traktor. Da gibt's bei manchen Güllefässern gibt's eine Schwachstelle, wo die Naht aufgeht. Dann platzt das quasi dadurch, dass ja da Druck drin ist, um das rauszusprühen, die Gülle quasi. Und wie kommt es dann vorne in den Traktor rein? Wenn das meistens ist, die Schwachstelle halt quasi zwischen Traktorheckscheibe und quasi Deichsel da vorne. Verstehst du? Ah, und wenn du jetzt einen Traktor offen hast, hinten das Fenster, dann. Ja, dann geht alles da rein. Hast du ein bisschen verloren? Das ist tatsächlich schon mal. Ich habe einen Freund, der hat einen Betrieb. Da ist das auch schon vorgekommen.
Dass es dann einfach geplatzt ist. Okay. Dann platzen die einfach. Okay. Naja. Aber Leute, ganz ehrlich, ich würde sagen, an dieser Stelle sagen wir mit mal chill mit Ö. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir machen mal bis zur nächsten Folge die Felder ready. Also wir grübbern darüber über die Felder, machen die ein bisschen ready. Und flügen vielleicht nochmal drüber, mal gucken. Und ja, flügen nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten in nächste Folge wieder. Juro Maxi XD zusammen mit The Nick XD. Gute Bui. So.